Übrigens, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Erwartet Sie? Bevor ich es vergesse. Pass auf, ein Wort. Einen schönen guten Tag. Detlef Rüsing hier aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Und wie immer zu Beginn eines Monats unser Beitrag auf ein Wort, in dem wir Ihnen kurz sagen, was war im vergangenen Monat, woran arbeiten wir gerade und was erwartet Sie im nächsten Monat oder in diesem Monat vielmehr, also im Januar 2022. Erst einmal hoffen wir natürlich, dass Sie alle hervorragend reingekommen sind ins neue Jahr, dass Sie ein bisschen was von dem abschütteln konnten, was negativ war, von dem, was positiv war, etwas mit ins neue Jahr nehmen konnten. Und nun geht es hier bei uns auch wieder los und wir haben eine Menge für Sie vorbereitet. Aber ich gehe noch mal kurz im Dezember. Im Dezember gab es einen Beitrag von Sabine Birk. Und zwar war das ein Gastbeitrag. Wir fordern Sie ja immer auf, uns Gastbeiträge zu senden. Und das hat Frau Birk auch getan. Und zwar zu ihrem Projekt Sprache und Kunst zwischen Licht und Schatten. Und ich glaube, das ist sehr spannend geworden, denn gerade die Sprache und das, was man mit Sprache machen kann oder noch machen kann bei Demenz, ist etwas, was für uns alle sehr interessant ist und für uns alle, vor allen Dingen in der Praxis, sehr interessant ist. Schauen Sie mal rein, gehen Sie auf unseren Blog. Dann haben wir ein Paket geschnürt unter dem Titel Zukunft der Pflege. Initiiert wurde das Ganze durch eine Podiumsdiskussion, die hier an der Hochschule Osnabrück stattgefunden hat. Und für diese Podiumsdiskussion hatte der Kollege Müller-Hergel ein Video-Statement gemacht. Und zwar in diesem Video-Statement äußerte er sich zur Zukunft der ambulanten Pflege. Daraufhin haben wir gesagt, wir haben schon mehrfach zu diesen Themen gearbeitet, entweder ganz nah dran oder etwas, was dieses Thema flankiert. Und haben dort dann nochmal einen Beitrag von mir, den ich in Dr. Med Mabuse veröffentlicht habe, in der Jubiläumsausgabe zum Thema das doppelte Paradoxon, also zur Zukunft der gerontopsychiatrischen Versorgung. Den haben wir Ihnen dort auch nochmal verlinkt und den können Sie dort nachlesen. Und ich habe mal ein Video gemacht zum Thema Häuslichkeit, und zwar ein kritisches Glossar, unsere Serie Kritisches Glossar. Was bedeutet überhaupt Häuslichkeit? Denn das ist ein Wort, das in aller Munde ist, wo wir mal sagen, 70% der Menschen werden in ihrer Häuslichkeit versorgt, aber ist es Häuslichkeit, wenn ich 400 Kilometer weit weg bei meinen Kindern lebe? Hat das was mit meiner Häuslichkeit zu tun? Und ich habe mich diesem Begriff gewidmet. Das alles haben wir unter dem Blogbeitrag Zukunft der Pflege zusammengestellt. Schauen Sie mal einmal rein. Was haben wir noch gemacht? Am Ende des Monats ist natürlich die 23. Episode unseres Podcasts Wissenstransfer mit AI erschienen. Wieder mit einem frischen, neuen Gedanken von mir. Und zwar, im Moment reden wir alle davon, dass möglichst viele Leute natürlich in die Pflege kommen, weil wir einen derartigen Pflegenotstand haben. Im Übrigen natürlich nicht erst seit gestern. Aber nun gut, die Frage, die ich mir gestellt habe, die ist vielleicht etwas ketzerisch, aber darüber habe ich einfach mal sozusagen vor mich hin schwadroniert, nämlich, können wir uns denn überhaupt noch leisten, auszuwählen, wer in die Pflege geht? Denn tatsächlich ist das kein Beruf für jedermann und jeder Frau. Ja, also trotz des Notstandes sollten wir trotzdem noch Kriterien anlegen, wonach wir beurteilen, ob jemand in die Pflege sollte oder nicht. Ich finde, das ist ein spannendes Thema, auch wenn es nicht gern gehört wird im Moment. Aber ich denke, vielleicht mal mögen Sie sich damit beschäftigen. Gehen Sie auf unseren Blog, gehen Sie dort auf den Podcast. Dort finden Sie den gesamten Podcast, jeden einzelnen und den dort befindlichen Gedanken nochmal extra. So. Ach ja, ein Weihnachtsvideo haben wir auch noch veröffentlicht mit lustigen Weihnachtsmützen wie jedes Jahr, wo wir auf das Jahr zurückblicken und in dieses neue Jahr einmal reinschauen. Also vielleicht schauen Sie dort auch nochmal vorbei. Was läuft aktuell? Im Moment planen wir natürlich den Fortbestand des DZLA. Ich habe es oft erwähnt, Sie wissen, dass DZLA, die Laufzeit des DZLA oder die Förderung des DZLA durch das DNKP läuft im März diesen Jahres aus. Was ich Ihnen schon einmal sagen kann, ist, das DZLA wird es in welcher Form auch immer weitergeben. Es wird online weiterarbeiten und auch die Dialogakademie wird weiter existieren. In welcher Form wir das machen, vermutlich in abgespeckter Form, außer es meldet sich noch jemand, der das oder mehrere Menschen, die das DZLA in ihrer Unabhängigkeit weiter fördern wollen. Aber Sie können sich darauf verlassen, sowohl die vergangenen Beiträge werden bestehen bleiben und wir werden auch neue weiterhin produzieren. Vermutlich aber natürlich nicht in dem Ausmaß. Aber das schauen Sie mal. Aber auch die Dialogakademie wird es weitergeben. Denken Sie daran, dass Sie sich in den Newsletter, auch speziell für die Dialogakademie sowie für den Forschungsnewsletter, als auch
für jeden einzelnen Beitrag, dass sie informiert werden, sobald es etwas Neues gibt im Dialogzentrum. Was haben wir noch? Ja, Dialogakademie. Ich hatte es gerade genannt. Wir haben für Februar und März diesen Jahres, also nächsten und übernächsten Monat, 4 Online-Seminare geplant und bieten wir an. Und zwar der Kollege Müller-Hergel und ich bieten jeweils 2 Online-Seminare an. Die dauern 3,5 Stunden, kosten 100 Euro, können Sie bei uns buchen. Es geht über Zoom, das Ganze sehr praxisnah, wissensbasiert, studienbasiert, aber praxisnah. Mit, das ist unsere Hoffnung, natürlich mit Diskussion mit Ihnen, was auch über Zoom funktioniert, wie wir es im letzten Jahr gesehen haben. Ich sag mal kurz die Seminare. Und zwar am 18. Februar macht der Kollege Müller-Hergel ein Zoom-Seminar zu Persönlichkeitsstörungen im Alter. Am 21. Februar mache ich ein Seminar zum Thema Demenz und Angst. Ich glaube immer noch oder bin überzeugt davon, dass Angst ein Kardinalsymptom der Demenz ist. Und was bedeutet das für die Praxis? Am 7. März mache ich ein Seminar zum Thema Sexualität und Demenz. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema, an dem wir alle schon seit langer, langer Zeit arbeiten. Und auch das versuche ich natürlich sehr praxisnah zu gestalten. Da geht es um viele, viele Dinge. Da geht es natürlich um die Epidemiologie. Also spielt Sexualität im Alter bei Demenz überhaupt eine Rolle? Wir haben dazu ja schon einmal in unserem überaus erfolgreichen, zumindest nach Klicks erfolgreichen Haustheater zu Sexualität, Demenz gearbeitet. Aber ich frage mich natürlich auch, wie ist es mit sexueller Assistenz, ja, mit Assistenzberufen im Bereich Sexualität, welche Herausforderungen bringt Sexualität mit sich und so weiter. Und am 16. März gibt es noch ein Seminar vom Kollegen Müller-Herge zu dem spannenden Thema Menschen mit Depressionen im Alter. Nicht? Also Menschen, die Depressionen schon haben und dann alt werden, womöglich gerollt psychiatrisch krank werden oder wo die Depression unter Umständen auch eine Reaktion ist auf die gerollte psychiatrische Erkrankung selbst. Das sind die 4, die wir machen. Wir machen weitere Seminare in diesem Jahr. Die werden auch demnächst auf unseren Seiten des Dialogzentrums erscheinen. Bleiben Sie also sozusagen, oder wie sagt man heute, stay tuned. Schauen Sie nach, tragen Sie sich in die Newsletter ein, Sie werden informiert. So. Das ist das, woran wir ja gerade arbeiten. Nun aber zum Januar, also zu diesem Monat. Schauen wir mal rein, was in diesem Monat noch passiert. In diesem Monat wird der Kollege Müller-Hergel ein Video erscheinen zum Thema Personal und Lebensqualität. Also zum Zusammenhang von Personal und Lebensqualität, basierend auf einer Studie. Man muss sich natürlich vorstellen, also oder man kann sich die Frage stellen, die Situation ist derartig komplex in verschiedensten Einrichtungen, aber auch was die Rahmenbedingungen angeht, aber auch natürlich, was die Zusammenstellung des Personals angeht und der Menschen, die dort unter Umständen leben, in gerontopsychiatrischen Institutionen. Ja? Das heißt, die Frage ist, braucht es einen einheitlichen Personalschlüssel und führt der dann automatisch bei Erhöhung dazu, dass die Lebensqualität steigt oder braucht man andere Instrumente? Also ich finde ein sehr spannendes Thema. Dann gibt es eine neue Fallbesprechung, wie immer interaktiv. Der Kollege Müller-Hergel stellt einen Herrn vor, der versucht, seine zunehmende Abhängigkeit durch Kontrolle zu kompensieren. Was natürlich nicht immer klappt bei Fortschreiten gerontopsychiatrischer Erkrankungen, häufig zumindest. Und dieser Mensch in diesem Fall reagiert darauf wütend und ausfallend. Sie können wieder mitdiskutieren, Sie können Ihre Ideen uns schildern. Wir sind sehr gespannt. Als dritten Punkt wird es endlich wieder ein Haustheater geben. Also Christian und ich diskutieren ja in diesem Haustheater häufig sehr kontrovers bestimmte Themen. Und diesmal geht es um die Versorgung von Menschen mit frontotemporaler Demenz. Ein wichtiges Feld. Unterscheiden sich Menschen mit frontotemporaler Demenz sind häufig ja jünger, also keine klassische gerontopsychiatrische Erkrankung in dem Sinne und haben häufig besondere Merkmale und brauchen eine besondere Art der Versorgung. Wir sehen in der Praxis, dass viele Altenheime, aber auch Psychiatrien mit ihrem Latein am Ende sind. Ja, was mache ich mit jemandem, der sich standhaft weigert, beispielsweise pflegerische Interventionen mitzumachen? Wie gehe ich damit um, wenn sich jemand überhaupt nicht mehr wäscht oder wenn jemand um sich schlägt und so weiter? Wie sind Pflegende darauf vorbereitet? Braucht es dafür, und das ist eine spannende Frage, reichen die Arten von Institutionen, also Altenheime, Krankenhäuser, psychiatrische dauerhafte Stationen aus, um den Menschen zu helfen und sie zu unterstützen? Oder braucht es eventuell dafür besondere oder gesonderte
Einrichtungen? Also, oder braucht es bessere Ausbildung oder eine spezielle Ausbildung? Oder wie kann die aussehen? So viel wissen wir darüber nicht. Und als letzten Punkt wird es natürlich am letzten Donnerstag im Januar, ich weiß jetzt nicht genau das Datum, die 24. Folge des Podcasts Wissenstransfer wieder mit einem frischen Gedanken zum Diskutieren und Anstoß von mir geben. Also eine Menge, obwohl der Januar die erste Woche schon vorbei ist, eine Menge, was passieren wird im Januar. Wir freuen uns drauf, dass es wieder losgeht. Wir freuen uns darüber, dass es irgendwie weitergeht. Wir hoffen, Sie unterstützen uns weiter. Klicken Sie unsere Beiträge, erzählen Sie anderen davon, wenn es Ihnen gefällt. Erzählen Sie auch davon, wenn es Ihnen nicht gefällt. Dann gucken vielleicht die Leute trotzdem mal bei uns vorbei. Diskutieren Sie mit uns auf unserem Blog, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Instagram ist ja auch ein Phänomen. Also auch das wächst auch bei uns, so wie der Podcast und alle anderen. Wir haben im Vergleich 2021 zu 2020 ist sowohl Blog als aber auch alle anderen Social Media Kanäle enorm gewachsen sind dort fürs Dialogzentrum, was uns tierisch freut. Und melden Sie sich bei uns, wenn Sie uns von neuen Projekten erzählen wollen. Überlegen Sie, ob Sie nicht Lust haben, einen Gastbeitrag bei uns zu machen. Wir halten die Donnerstage immer frei für Gastbeiträge. Das heißt, wenn Sie ein spannendes Projekt haben, wenn Sie einen spannenden Gedanken haben, wenn Sie eine Studie gemacht haben, die Sie so vorstellen wollen, dass Menschen Sie verstehen, wenn Sie Hilfe dabei brauchen, dafür sind wir da. Wir helfen Ihnen natürlich bei der Unterstützung. Wir helfen Ihnen dabei, solche Beiträge zu schreiben, wenn Sie Hilfe brauchen, und freuen uns auf Sie. Ansonsten wünschen wir Ihnen alle nochmal ein tolles 2022. Trennen Sie das Wichtige von dem Unwichtigen. Manchmal ist Arbeit tatsächlich nicht das Wichtigste im Leben. Wir wünschen Ihnen vor allen Dingen ganz, ganz viel Gesundheit für dieses Jahr und uns allen eine Menge ungefährlicher, toller Begegnungen, in welcher Form auch immer. Und mein Wunsch, wie immer am Ende meiner Beiträge, ist: Machen Sie weiterhin einen Unterschied. Wir freuen uns auf Sie. Wir sehen und hören uns. Bis bald. Auf ein Wort.